Bin ich, da habe ich noch die Gargoyle. Die haben lang gebraucht. Fahren die nicht so schlimm wie den jetzt. Ich hab. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt die ganze Zeit jene versage. Der erste Versuch war fast. Der zweite war es, glaube ich. Der zweite Versuch war fast perfekt. Also, das heißt perfekt, aber er war auf jeden Fall. Was? Was zur Hölle? Oh, jetzt bin ich angepisst. Das geht nicht. Oh. Das ist vielleicht der erste Mal, dass ich angepisst dieses Spiel spiele. Dreckshund! Dreckshund, ja. Ich kill jetzt einfach so. Tatsächlich besser als. Obwohl, jetzt habe ich schon so viel Schaden gekriegt. Das nächste Mal passt gut auf. Okay, ich muss nah an ihn ran. Ich glaube, ich muss nah an ihn ran. Ich bin immer zu weit weg von ihm, glaube ich. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Wenn ich zu weit weg bin, dann kommt er mit seinem richtig starken Angriff. Dann kommt er mit dem. Was heißt mit dem einen richtig starken Angriff? Und auf dem habe ich echt nicht so Bock, dass ich den die ganze Zeit abkriegen muss. Ja, ich hab's mitgekriegt, dass ich. So. Kalamet, mach Action. So. Boah, das sieht gar nichts. Das ist ja grausam. Oh, ein bisschen zu. Oh, ist der gut Platz? Aber es war ganz knapp. Was war ich? Und ein Angriff. Okay. Shit. Oh, Drecksrache. Oh, okay, der Angriff habe ich vergessen. Na, boah, es ist zum Kotzen. Der haut vor allem meine ganze Abwehr damit weg. Nein, trink. Oh. Ja, egal. Der beschissenste Kackboss in diesem Kackspiel. Ich weiß es doch jetzt schon. Also was Schlimmeres. Oh nein. Oh nein, nein. Ah, wow. Oh. Das war ganz schön knapp. Aua. So kotzen, ne? Das ist der behinderte Boss im Kackspiel. Na! Ich bin grad echt. Dieser Weg vor allem auch. Boah, ich kann zu kotzen. Kann ich nicht irgendwie. Ich mache mich mal menschlich. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass da ein Typ ist, der mir hilft? Es ist wirklich ultra nervig. Vielleicht irgendwie. Kiron. Sonst wer. Irgendwer, der mir helfen kann. Wir werden es sehen. So, das ist wirklich grausam.
Kalamet. Du, der Hexer. So. Ups. Was hab ich denn da? So. Oh, Retro Phoenix. Hi. Alles klar bei dir. Warst du schon mal im Stream? Ich glaube nicht. Wenn nicht, dann willkommen. Wenn doch, dann tut's mir leid, dass ich es vergessen habe. Bin gerade nicht. Mein Kopf ist gerade matsch. Oh, jetzt stirb. Bitte. Dämlicher Hund. Oh. Ich bin so angenervt. Das ist ja ganz, das ist ganz schlimm. Ja, okay. Oh, ich muss mich wieder entspannen. Mein Kopf muss wieder frei werden. Nicht von Muka, sondern von dem Stress, den ich mir aufgelegt habe. Was ist Red Phoenix? Jetzt finde ich das schon irgendwie Retro-Phoenix, sag ich jetzt mal. Also ich bin jetzt schon zu faul, um diese Kacktreppe zu nehmen, ne? Leiter. Diese Kackleiter zu nehmen. Ich will jetzt einfach nur so schnell wie möglich hier runter. Beziehungsweise, also schnell wie möglich lebendig hier runter. So. Uff. Heilen. Oh, heilen! Aha, also. Okay, Kalamit. Runde, ich habe keinen Mob mehr. Auf geht's. Macht er den Kackangriff? Nein. Natürlich treffe ich nichts. Das ist doch klar. So. Ja. Was macht er jetzt? Nein. Oh, jetzt macht er nichts. Rennen. Rennen, 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 rennen. Es war so knapp an der Grenze, da habe ich gerade auch nicht mehr dran geglaubt, dass ich das noch überlebe. Boah, da kommt der. Ich wollte den Schwanz abschlagen, warum bin ich immer so greedy? Ich verstehe das nicht. Ich will es dann immer dann doch. Ich weiß immer, ich soll es nicht tun und dann bin ich doch. Oh. Ah. Sorry, ich spiele nicht auf PlayStation 3, das ist PC. Das ist die PC-Version. Ist nicht der Ärzte, der mich gefragt hat. Oh, 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 ich heil mich. Ich bin hier gerade ein PC-Scrub. Oh, oh, nein. Was habe ich gemacht? Oh, ich hasse diesen Angriff. Jetzt habe ich nicht mehr. Jetzt hab ich, wow, was? Ich bin einfach das erste Mal jetzt eingesetzt. Okay. Nee, da kann ich nicht mehr rein. Ich hab das Gefühl, der wird stärker. Das ist grausam. Also nicht unbedingt stärker, aber schlauer. So. Shit. Oh, nicht der Angriff. Oh, den hab ich vergessen. Wow. Jetzt kommt das Feuer. Ey, ganz ehrlich, ich will auch so gerne nicht ab. Boah, das ist so scheiße, ne? Das musst du dir echt, wenn du Bock hast, kannst du dir das echt mal angucken. Als ich angefangen habe zu streamen gerade eben. Der erste Versuch gegen ihn, er brauchte noch einen Schlag. Ich hätte ihn mit einem Schlag einhändig beleichten, hätte ich ihn getötet. Und ich war zu gierig. Ich bin aufgestanden, mach mal schwer, statt doch, komm, jetzt triffst du ihn. Mein Kopf war echt matsch und dann habe ich ihn verfehlt. Zweimal. Und dann hat er mich umgebracht. Ich habe so hart. Was ist denn nochmal? Ich habe das Gefühl, der rennt mir in den Lauf. Der fliegt mir in den Lauf. Das macht mich so fertig gerade. Das ist, glaube ich, der einzige Boss im Spiel, bei dem ich echt frustriert bin langsam. So, okay. Und wir weichen aus. Nein, oh, wir weichen dem auch aus. Wir wollten dem auch ausweichen eigentlich. So, Angriff. Treffer. Okay, jetzt kommt der Feuerangriff, ne? Wow, 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 komm ich da hin? Ne, schaff ich nicht. Scheiße, ich hasse diesen Angriff so sehr, der ist zu schnell. Wow, das war knapp.
Nein! Ich dachte, ich wollte auch noch weg. Boah. Aber ich, danke für den Gedanken, dass wenigstens einer willig war, mir zu helfen. Ich hasse diesen Boss so sehr. Oh, Kalamet. Ist das der Schwanzangriff? Boah, ich bin ausgeglichen. Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Okay, wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Ausgeglichen. Nein, was? Was? Moment. Nein, nicht der Feuerangriff. Der Augenangriff. Na, ich hab ihn doch voll erwischt. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich ihn getroffen habe. Also das Spiel versucht es mir zu erzählen, aber ich glaube nicht. Gott, meine Hände schwitzen zu krass. Nein! Oh! Machen wir noch einen? Nee. So, jetzt ist der. Boah, komm wieder! Das war meine Schuld. Ich hab's nicht richtig gelesen. Inflation da gerade. Okay, Moment. Ich muss weglaufen. Heilen. Ich habe das Gefühl, der Boss wird nicht wahnsinnig. Er wird, glaube ich, effektiv wahnsinnig machen. Bin ich mir so sicher. So. Nein, natürlich. Natürlich trifft er mich. Gott. Oh, sollst du den Eierkopf loswerden? Du meinst Mukor? Ich habe viel Mukor vergessen. Da merkt man, dass das erste Mal im Stream ist. Mukor kann ich schon seit bestimmt 10 Stunden loswerden, aber ich tue es nicht, weil er ist schon Teil der Familie. Oh nein! Warum habe ich das denn jetzt getroffen? Ne, Mukor ist zu krass. Mit Mukor habe ich die Hexe von Isolith besiegt. Also dieses Monster. Mit Mukor habe ich diese Stelle mit dem Bogenschützen Anor Londo. Die habe ich da alle runtergeschubst. Mit diesem Angriff hier. Das war wunderschön. Ich hab's zu verrecken nicht hingekriegt, über diese Kackbrücke zu kommen. Oder diese Stelle da mit den Bogenschützen. Bis ich dann einfach mit Mukor die versucht habe runterzuschubsen. Also es gibt schon einen ganzen Haufen Gegner, die ich mit Mukor besiege. Du kannst ja mal Mukor googeln. Moment, ich schreibe das jetzt mal wieder rein. Feed Mukor. Weil der ist inzwischen schon Maskottchen geworden. Ich brauche auch unbedingt irgendwann so ein Mukor-Emoji-Emoji-Con, so. So ein Mukor-Smiley-Befehl. Feed Mukor, also. Ja, es war schon echt eine Story. Leider habe ich nicht mehr alle Archivaufnahmen gespeichert, sonst könntest du dir das mal ansehen. Oder sonst könnte ich dir ja sagen, wo das war. Aber das war schon echt heftig. Also, den lasse ich, wenn das Spiel durch ist, dann lasse ich Mukor frei. Den Seelengeist, ich merke das schon. Aber es geht um Freundschaft. Red Phoenix. Sag ich das richtig? Ah. Ja, kein Problem. Ja, ich wusste auch gar nicht. Also, ich habe auch echt. Ich weiß nicht, ich habe ihn irgendwann lieb gewonnen, weil ich dachte mir so. Das ist irgendwie witzig, das Ding. Und dann seit dieser einen Stelle, wo ich diese schwarzen Ritter besiegt habe, ich mir gesagt, boah, der kommt nicht weg. Vorher, genau, das Ding war, ich hatte das nämlich. Boah, das war nämlich. Jetzt weiß ich es nämlich wieder. Wie Mukor und ich. Alter, ich höre auf. Das ist zu traurig gerade. Ich bin gerade nicht konzentriert. Moment. Das war echt. Ich hatte. Ich weiß nicht, mir wurde gesagt im Stream, dass ich mal zu dieser Hexe runter soll. Zu der Versteckten. Mit dem weißen Outfit. Und. Also die Schwester von Trelak, glaube ich, war das. Oder ist das? Und da ist ja dieser Typ vor. Dieser. Auch dieser. Dieser, die eigentlich immer Feinde waren. Ich gehe da also hin und denke mir so: ja, na gut. Ah, okay, nämlich Red. Okay, Red. 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 Auf jeden Fall. Und er sagt, und dann steht er direkt davor, so eine Nachricht von wegen, ja, Gegner. Ich dachte mir so, ja, Gegner direkt draufgehauen. Ja, hat er gesagt, oh, ich wusste, dass du ein Arsch bist. Und dann hat er mir direkt einen saftigen Zungenfuchs verpasst, seitdem habe ich Mukor. Und deswegen konnte ich auch erstmal gar nichts kaufen, um das wieder gut zu machen, ne? Und dann habe ich das in dieser Painted World, habe ich dann dieses Ding gefunden. Diesen Eierentferner. Aber naja. Das ist alles Geschichte. Das ist Geschichte. Den haben wir zu viel durchgemacht. Da konnte ich ihn nicht einfach gehen lassen. So, okay. Wir versuchen es nochmal.